Hallo, mein lieber Skorpion, ich bin Tanja und das ist dein Tarotkarten-Reading für August 2024. Zunächst hast du mal den König der Stäbe. Das ist eine starke Energie von Unabhängigkeit. Das heißt, vielleicht machst du dich gerade selbstständig oder vielleicht bist du selbstständig. Das ist auch die Karte eines Löwen. Vielleicht hast du entweder sehr viel Löwe in deinem eigenen Astrochart oder vielleicht hast du einen Löwen irgendwo um dich herum. Das könnte ein Partner oder ein Familienmitglied zum Beispiel sein, ja? Oder auch der beste Freund, die beste Freundin. Diese Karte spricht von Unabhängigkeit, von eigenen Ideen, die man gerne umsetzen will und auch von Führungsqualitäten. Ja? Also du hast wahrscheinlich sehr gute Führungsqualitäten. Wir haben auch den Ritter der Stäbe, das heißt, wir haben zweimal Feuerenergie hintereinander, das heißt sehr viel Kreativität, sehr viel gute Ideen und auch hier wieder die Unabhängigkeit. Ja? Das Pferd ist ein freies Tier, ja? Wenn es in der ursprünglichen Form ist. Das heißt, hier geht es um Freiheit, um sich gut fühlen. Du wirst vielleicht tanzen, singen, etwas tun, das dir Freude macht, wo du sagst, da spüre ich richtig das Leben. Und das ist eine Tätigkeit, die mich auch nährt, ja, wo ich meine Batterien wieder auffüllen kann. Und das kann alles Mögliche sein, ja. Das kann dein Hobby sein, das kann aber auch tatsächlich dein Beruf sein, den du so sehr liebst. Es kann sein, dass du verreist, dass du neue Gegenden kennenlernst, denn das ist auch die Karte des Abenteurers, ja. Also man ist neugierig darauf, ein Abenteuer zu erleben oder etwas Neues zu entdecken im Leben. Und dann haben wir hier die sieben Schwerter. Das ist nur ein kleiner Hinweis. Bitte Achtung, dass nicht irgendjemand dir was klaut, ja? Weil auf dieser Karte, da stiehlt sich jemand des Nachts davon mit ein paar Schwertern. Das heißt, es kann sein, dass im August jemand versucht, bei dir etwas zu klauen, ja? Das kann zum Beispiel sein, wenn du deine Tasche irgendwo offen rumstehen lässt, dass jemand seine Langfinger reinsteckt, ja? Also bitte pass auf deine sieben Sachen auf. Ja. Es kann auch sein, dass jemand dein Copyright verwendet. Das heißt, dass du deine Ideen hast, aber jemand anderer verkauft sie als seine. Und das ist nicht gut. Also bitte pass auch auf dein geistiges Eigentum auf, nicht nur auf dein materielles Eigentum. Außerdem kann diese Karte auch bedeuten, dass hinter deinem Rücken vielleicht jemand schlecht über dich spricht und Gerüchte verbreitet. Das sind aber die einzigen negativen Nachrichten für August. Ansonsten sehen wir hier sehr viel Freiheit, Unabhängigkeit, Feuer, gute Ideen und Kreativität und das ist schön. Wenn dir dein Reading gefallen hat, lass ein Like unterm Video, abonniere den Kanal und bis bald. Tschüss!